Und damit ein recht herzliches Willkommen zurück zu Little Nightmares The Hideaway DLC oder auch zu Deutsch Das Versteck. Ja, wir sind in der letzten Folge auf Herrn Langfinger genommen mal wieder gestoßen. Und ich bin ja gerade noch am Rätseln, was wir jetzt machen müssen. Die Taschenlampe können wir ruhig anmachen. Der geistert hier gerade irgendwo umher. Er ist ja blind, deswegen können wir die Taschenlampe anmachen. Das ist kein Problem. Wo ist der? Da war er wieder. Oh, sein blödes Darth Vader schnaufen. Die Taschenlampe an. Hallo. Oh, ist das eklig. Es ist gerade mega gruselig irgendwie. Die Atmosphäre, die ist gerade echt Hammer. Lass mich. Geh da durch. Nein. Oh. Oh, dieses Mistvieh. Komm, mach doch die blöde Tür auf. Ich dachte jetzt eigentlich, dass man ihn hier irgendwie reinlocken könnte. Dass er die Tür wieder aufmacht. Ah, so ein Mist. Ich komme hier nicht mehr raus. Okay, an der Klappe kann ich nichts machen. Da macht er wieder nur Klimmzüge. Gut. Ah, den Hebel. Alles klar. Ich war's nicht, Frau Salisch. Komm ich jetzt hier rein? Komm ich jetzt hier rein? Hier rein? Was sind das? Oder sind das so? Das sieht aus wie so ein Reaktor. Weil die so komisch leuchten. Ah, warte mal, ich kann die hier vielleicht da reinwerfen? Es ist nur eine Vermutung. Ich habe keine Ahnung, was wir jetzt eigentlich machen müssen. Ich hätte ja eigentlich gesagt, dass es eine Sicherung ist. Sicherungen sind. Aber ich finde es komisch, dass die eine leuchtet. Das haben Sicherungen eigentlich nicht so an sich. So, nochmal den Hebel. Kein Hebel. Gut. Was hat uns das jetzt gebracht? Die Luke ist aufgegangen. Okay. Vielleicht können wir ihn damit jetzt ja ein bisschen ablenken. Vielleicht hinwerfen hier. So. Auch nicht. Gut. Was soll ich damit denn jetzt... Oh, Alter, diese Säcke. Ich dachte gerade, der steht da. So wie sein Kopf aussah gerade. Alter, ist das creepy. Ist das creepy, ey. Ich schleiche mal lieber ein bisschen. Hat, glaube ich, Vorteile, habe ich gehört. Die Hand! Die Hand! Die Hand, die erkannt. Lass mich in Ruhe. Nein! Oh, leck mich am Arsch, ey. Das fängt ja gut an. Scheiße, ich hätte... Ah, Mann, warum fange ich immer wieder bei dem Typen an zu laufen, Alter? Schleichen, Junge, schleichen. Wo ist das Problem? So, nochmal den ganzen Scheiß. Also. Ich frage mich gerade ernsthaft, ob das wirklich dafür gedacht ist, diese Sicherung, ob die wirklich dafür gedacht sind, um ihn eben halt dahin zu locken. Weil ist ja irgendwie witzlos. Ich meine, hier liegt überall Kohle, die du werfen kannst. Eigentlich. So, wir schleichen jetzt nochmal ganz vorsichtig zu ihm hin, werfen das Teil nochmal und schleichen dann hinter ihm weg. Schleichen. Nicht rennen. Schleichen. So. Oh, das ist widerlich. Lass doch mal deine... Das gibt's doch echt nicht, Mann. Da willst du schleichen und dann dreht er sich wieder um, Alter. Warum geht er nicht zu dem blöden Ding dahin? Das hat doch Geräusche gemacht. Oh, ey, der... Oh, ich hasse den. Ich hasse den einfach so dermaßen. Ja, so, nochmal. Sicherung raus, warum? Komm, los. Gib Gas!
So, jetzt hier. Das ist ja eh nicht zu glauben, du, wirklich. Das ist doch... Aber warum leuchtet das Ding? Das würde mich ja echt mal interessieren, warum dieses Teil leuchtet. Ich glaube, wenn wir ganz normal gehen, wird das auch nicht funktionieren, ne? Das hört er, glaube ich, wieder. Oder können wir hier, können wir ihn so ein bisschen um... Okay, wir können ihn auch einfach umgehen, alles klar. Vielleicht soll er das auch einfach nur als Lampe dienen, aber wir haben halt... Mann! Was ist das für eine Logik? Sag mir das mal bitte! Alter! Nein! Das ist scheiße! Du wirfst das... Ich blick's wirklich nicht, wirklich. Ich bin da. Wow, 6 Minuten damit verbracht zu sterben. Hey, super, ist ein neuer Rekord. Also nochmal die Sicherung. Wenn wir das Ding überhaupt brauchen, Alter. Ich glaube, das brauchen wir eigentlich noch nicht mal. Wir können ihn doch einfach so umlaufen, oder nicht? Das macht eigentlich gar keinen Sinn. Ist einfach nur selten dämlich. Selten dämlich ist das. So ist das nämlich. So. Ich versuche jetzt einfach nochmal, ohne groß zu werfen, ohne Krach zu machen, einfach nur herumschleichen. Ja, moin. Es ist schon ekelhaft, Alter, diese Atmosphäre, ne? Wie er da so im Dunkeln steht und du nur so die Finger von dem siehst. Es ist schon widerlich. Ich darf das Ding jetzt auch nicht fallen lassen, fällt mir gerade ein. Ganz vorsichtig. Und ich wette, der verfolgt uns jetzt. That's the right way. Da liegen wieder Krümel. Anspannung. Willst du mich verarschen? Wo muss ich hin? Was muss ich überhaupt machen? Okay, ich sehe hier aber nichts mehr. Nee. Ich meine, Hä? Was soll ich machen? Ah, warte, hier geht eine Treppe hoch. Alles klar. Ich habe keine Ahnung, was wir mit dem singen sollen. Wirklich. Da war nichts. Okay, ganz vorsichtig fallen lassen. Okay, das hat er nicht gehört. Bitte. Oh. Taschenlampe. Wahrscheinlich sollen wir das Ding eigentlich mitnehmen. Nein! Alter! Mann! Du widerliches, abartiges Vieh, Mann! Oh, was heißt... Ich glaube, wir hätten das Teil mitnehmen müssen. Kann das sein? Huch, der hat sich da ganz komisch hingebeamt gerade. Hätten wir das Teil jetzt mitnehmen sollen? Ich kam damit die Treppe irgendwie nicht hoch, aus irgendeinem Grund. Mhm. Und was ist das jetzt hier, wenn ich fragen darf? Ein Hocker? Da oben wahrscheinlich hin, ne? Durch die kleine Luke.
Den kann ich auch. Aber er kommt hier eigentlich ja nicht hin. Eigentlich dürfte er hier nicht hinkommen. Es sei denn, er kann verdammt gut klettern. Gut, hier ist nichts. Alles klar. So, den Hocker dann einmal. Wie verfahren wir hier? Ah, ich weiß. Okay. So, einmal hier ran. Dann können wir da sicherlich hochklettern. Hochklabauchseln. Wenn ich mich nicht selbst einsperren würde. So, jetzt aber. Jo. Einmal hochgekraxelt. Und dann haben wir auch schon die halbe Miete. Komme ich hier? Ich komme hier nicht lang. Warum komme ich dann nicht lang? Hä? Was? Okay. Toll gemacht. Super, Tobi. Aber wir leben noch, wir leben noch, wir leben noch. Gar kein Problem. Hä? Oder komme ich hier hoch? Beim Fass. Geht das auch? Es war wahrscheinlich eine falsche Fährte gewesen. So. Bezweifle, dass wir da wirklich hochkommen werden. Obwohl? Obwohl, nein, nein, oder? Ich weiß es echt nicht. Oh, Junge, kletter doch hoch, Mann. Du bist so dämlich, weißt du? Halt dich doch an diesem blöden Metallring fest, Mann. An diesen blöden Schellen da. Selbst dazu ist er zu dämlich. Wie kommen wir da hoch? Wie? Das ist hier die Frage. Wie? Also hier kommen wir hoch. Aber ich wüsste nicht, wie wir weiter verfahren sollten. Vielleicht über die Türen? Ich habe keine Ahnung, wirklich. Wie soll ich das anstellen? Ich habe echt keinen blassen Schimmer. Und es ist auch ganz komisch. Wofür diese komische Sicherung da? Wofür diese Sicherung? Oh, ich bin auch dämlich. Pff. Wahrscheinlich haben sich alle jetzt schon den Kopf gefasst. So, oh, Tobi, du bist so doof. Sowas sehe ich einfach nicht. Entschuldigung, sowas sehe ich einfach nicht. So. Jetzt haben wir's. Und ich höre ihn immer noch rumstampfen. Okay, jetzt hier wahrscheinlich einmal rüberspringen. Na, so. Und einmal vorsichtig in die Tiefen hinunter. Das soll doch ein Witz sein. Okay, das hat gerade nochmal funktioniert, du. Er ist noch voll den Assassin's Creed Move hier hingelegt. Super Sache. Sicherung. Ein Riesenhaufen Sicherung, die ein bisschen rumbacken. Okay. Alles klar. Aber ich wette mit euch, wenn wir die Tür jetzt aufmachen, dann kommt hier Pimmelkopf hier wieder. Sag ich schon, Herr Pimmelkopf, Mann. Ich habe zu viel Alien Isolation gespielt. Da kommt ja ein Langfingergnom hier wieder rein. Ich weiß nicht, was das hier gerade bringen soll. Ich suche hier gerade nach einer Versteckmöglichkeit. Vielleicht. Ich habe keine Ahnung. Kommt man da rüber? Alles klar, da kommt man rüber. Und die brauchen wir die vielleicht. Ah, die brauchen... Ich kann mir schon denken, die brauchen wir bestimmt, ne? Kann das sein? Wäre dies möglich? Höchstwahrscheinlich.
So, dann werf mal gegen da. Guten Tag. Bin ich da? Oder? Kommt der jetzt hier reingeschustert? Ja. Super, dann habe ich die andere auch schon direkt mitgenommen. Warum bin ich so dämlich, Alter? Ich dachte, die brauchen wir. Ich dachte, die müssen wir irgendwo hinbringen. Mussten wir gar nicht. Die hätte da bleiben können. Ich dachte die ganze Zeit, das dient irgendwie als Lampe oder so. Oh Mann, nein. Da sind wieder Kohlestückchen. Nee. Kannst du mal den dicken Arsch da wegnehmen? Ich sehe nichts. Wir sind tot. Ja, du mich auch. Fett, Alter. Fett kannst du mich mal. Alter, das gibt's doch nicht. Mann. Dieses Mistvieh, ey. Das gibt's doch wirklich nicht. Super, da wacht er wieder auf. So. Menschenskinders. Ist doch echt unfassbar hier. So, nimm das Teil. Und wir schleichen wieder. Ich mach das noch eben fertig. Wenn wir die beiden Sicherungen dann drin haben, dann mache ich auch erstmal Folgenende. Ich versuche die Folgen ja mindestens 20 Minuten. Bei 20 Minuten zu lassen. Okay, warte mal, ich habe eine Idee. Ja, das war mein Plan gewesen. Ich wollte mich einfach nur schnappen lassen. War geplant. War so geplant. Das gehört sich so, ja. Das so. Ja. Ich bin jetzt schon verzweifelt. So, werf gegen das Teil. Es ist echt unfassbar. Da muss ich ganz ehrlich sagen, Schnuppi aus Alien Isolation ist mir da ein bisschen lieber. Ich gehe mal einfach hier lang. Dann kannst du mich mal fett. Wäre schön, wenn er seine Hand da jetzt mal wegnehmen würde. Nimmst du deine Hand da mal weg? Ich wäre dir sehr dankbar. Jetzt, so, jetzt dreht er sich wahrscheinlich wieder. Genau, jetzt latscht er in die Richtung, das ist doch super. Komm, wir kriegen das hin. Wir schaffen das. Können wir das schaffen? Yo, wir schaffen das! Frage, wenn wir aber gerade gestorben sind, ist die andere Sicherung dann wieder hinten? Wäre dies möglich? So, ich gebe mal kurz ein bisschen Matt. Ganz ehrlich, der kann mich mal kreuzweise. Da sollten wir trotzdem nicht rüberlaufen. Oh Mensch, Glück ist die andere Sicherung wieder da. Da. Ja, sie ist da! Oh, wie gut! Wie gut, dann hatten wir auf jeden Fall... Dann war das gar nicht mal so schlecht gewesen, dass wir sterben. Ah, die kann da tatsächlich wieder rein. Okay, ich werde mal kurz warten. Jetzt kommt er wieder mit seinem Langfinger... Sein Grabbelfinger? Der alte Grabbelmaster. Anstatt die Tür einfach mal aufzumachen und reinzukommen. Nee, das wäre zu kompliziert. So. Jetzt geht er hoffentlich wieder weg. Ich schnapp mir das Teil. Ich schnapp mir das Teil. Und dann wieder unter die Tür durch. Und dann einmal die Sicherung reingehauen. So. Ah, geil, geil, geil. Gut, Freunde. Ich würde dann aber sagen, ich beende dann erstmal die Folge, wie ja eben schon gesagt, ne? Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer dürft ihr das Video natürlich auch gerne bewerten. Und ich verabschiede mich. Bis dahin. Und tschüss. Euer Tobi.